Abracadabra, Kalamanat. Ich bin der Zauberer Zack-Zarack und ruf die drei schwarzen Kater Tick, Tock und Tack. Miau, hier sind wir. Miau, was willst du? Miau, armer Zack-Zarack. Hört auf mit eurer Katzenmusik und spitzt die Ohren. Denn wer da glaubt, die Zack-Zaracks wären einfache Zirkusgaukler, die den Gaffern bloß Eier aus den Nasen purzeln lassen, der irrt. Einst waren sie die berühmtesten Zauberer der Welt. Miau! Miau! Schwarzkünstler! Hexenmeister! Magierusse! Ihr schweigt und trinkt eure Mäusemilch. Aber die großen Zauberer hatten kein bequemes Leben. Sie mussten Könige, Prinzessinnen und Schlösser verwünschen, Regen in Sonnenschein verwandeln, sowie arme Leute reich machen. Und wurden dabei selber reich. Sehr reich. Steinreich. Ja. Jetzt reicht's. Gleich lasse ich euch wieder verschwinden. Auf diese Weise hatten die Zack-Zaracks Tag und Nacht zu tun. Sobald jemand Hilfe brauchte, rief er flugs einen Magier herbei und der löste mit Abracadabra auch die verzwickteste Geschichte. Miau, Mann, ich war auch nicht. Miau, dann ging's schief. Miau, und daneben. Kusch, ihr rabenschwarzen Kater. Eines jedoch konnten die Zack-Zaracks nicht verhindern, dass sie älter wurden. Aber sie waren sehr weise, und wenn sie grau geworden waren, suchten sie sich einfach einen Zauberlehrling, der all ihre Geheimnisse erlernte. Unsere Kunst konnte man nämlich damals genauso erlernen wie jeden anderen Beruf, nur war sie ziemlich schwer und nicht so leicht wie Brötchen backen oder Schuhe flicken. Und deshalb starben die Zauberer allmählich aus. Und nun bin nur noch ich hier, der letzte große Zack-Zarack. Und wir, der Tick! Der Tock und der Tack. Tja, so hause ich als letzter meiner Zunft hoch oben in meinem engen Stadttor-Turmzimmer. Draußen um den Turm kreisen krächzende Raben, und ich hocke in einem wackligen Ohrensessel, bekleidet mit meinem bunten Zaubermantel sowie der spitzen Zaubermütze und raufe mir den Bart. Ja, wir raufen uns die Bärte. Sonst ist mir nur der Zauberstab geblieben, den ich von dem allerersten Zack-Zarack geerbt habe. Dinge könnte ich von ihm erzählen. Dinge, die wahrhaft unglaublich scheinen. Miau, fauler Zauber! Miau, Hokus Pokus! Miau, Simsalabim Humbug! Schluss jetzt! Ja, so war das in den guten alten Märchenzeiten. Doch die unglaublichste Geschichte habe ich, der große Zack-Zarack, persönlich erlebt. Eines Morgens hatte ich mir einen Kräutertrank gebraut und übte gerade ein paar Zauberkunststücke. Abracadabra, Kalamanata, einmal schwarzer Kater, einerlei, auf dem Tisch liegt ein Ei. Miau, famos! Abracadabra, Kalamanata, zweimal schwarzer Kater, zweierlei, da liegt das zweite Ei. Miau, grandios! Abracadabra, Kalamanata, dreimal schwarzer Kater, dreierlei, auf dem Tisch liegen drei. Miau! Glorios! Husch, stört mich nicht, sonst zaubere ich ein Donnerwetter. Donnerschlag, ich habe noch gar nicht angefangen und schon donnert es. Warst du das, Tick? Nein, vielleicht der Tock. Womöglich der Tag? Irrtum, ehrwürdiger Meister, es hat geklopft. Aha, warum sagt ihr das nicht gleich? Herein, wenn's kein Schneider ist. Miau, diesmal ist's ein Blitzes. Guten Morgen. Spreche ich mit einem gewissen Zack-Zarack? Sie meinen den berühmten Zauberer? Das ist mir egal. Ich habe den amtlichen Befehl, Sie zum Bürgermeister aufs Rathaus von Eilberg zu laden. Heute früh, Punkt 10 Uhr. Oh, ich werde pünktlich sein. Hoffentlich. Guten Morgen. Bei meiner spitzen Mütze, was mag der Bürgermeister wollen? Miau, ein weißer Hund von rechts nach links, was Gutes bringt. Miau, ein schwarzer Hund von links nach rechts, was schlecht. Miau, ein grauer von geradeaus, es geht glimpflich aus. Vielleicht wirst du Stadtzauberer, verehrter Meister. Oberzauberer. Oder sogar Oberstadtzauberer. Schön wär's.
Also lassen wir nicht auf uns warten, flugs den bunten Mantel ausgebreitet und den Zauberstab durch die Luft geschwungen. Abracadabra, Kalamanata. Willkommen, ja, eine schwarze Karte. Hui, hinaus und blitzschnell ins Rathaus. Kaum hatte ich diese Wunschformel ausgesprochen, erzitterte das Stadttor Turmzimmer von einem ohrenbetäubenden Schlag. Der ganze Turm schwankte hin und her, und im selben Augenblick erschienen wir in einer Rauchwolke im Rathaus vor dem verdutzten Bürgermeister von Eiberg. Hoppla, hier bin ich, der große Zack-Zarack und meine drei schwarzen Kater. Zum Kuckuck haben Sie mich erschreckt. Wie kommen Sie überhaupt hierher? Im Rathaus sind Tiere strengstens verboten. Sie haben mich doch herbestellt. Ich Sie? Ach so, ja, richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein, man hat sich beschwert. Die Nachbarn haben sich über Sie beklagt. Tag und Nacht lärmen Sie in Ihrem Turmzimmer herum. Das Donnern gehört nun mal zu meiner Kunst. Von mir aus. Aber dann donnern Sie gefälligst leise. Sonst lasse ich Sie arretieren. Ha. Wollen Sie mich beleidigen, mich, den allbekannten Zack-Zarack und Letzten meiner Zunft, wo mir die Würde eines Stadtzauberers gebührt? Oberzauberers! Oberstadtzauberers! Lächerlich! Diese Märchenzeiten sind doch längst vorbei. Aber, Herr Bürgermeister, schauen Sie mich an. Sehen Sie nichts. Juhu! Sie meinen diese spitze Zuckertüte auf Ihrem Kopf und den weiten Morgenmantel? Ha, mein Bester... Was meinen Sie wohl, wie viele schrullige Leute aufs Rathaus kommen? Also, wenn Sie wirklich Schwarzkünstler sind, müssen Sie das beweisen. Das werde ich auf der Stelle. Geben Sie Acht. Ich schwinge meinen Zauberstab. Abracadabra, Kalamanata, dreimal schwarzer Kater. Ganz genau, schon erscheint Ihre Frau. Ach, Fridolin, ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht und dich daran erinnern, dass du beim Amtshandeln nicht vergisst und daran denkst. Ja, da staunen Sie, Herr Bürgermeister. Nein, da staune ich überhaupt nicht. Was glauben Sie, wie oft meine Frau ungerufen im Rathaus erscheint und mich bei meiner Arbeit mit ihren ewigen Ratschlägen stört? Das wäre direkt unheimlich, wenn sie mal nicht kommen würde. Na, dann kann ich ja wieder gehen. Wiedersehen, Fridolin. Einmal ist keinmal. Aber jetzt weiß ich was. Dort Ihre Stadtkasse. Ich schwinge meinen Zauberstab. Abracadabra, Kalamanata, dreimal schwarzer Kater und nichts mehr. Die Kasse ist ganz leer. Bitte sehr, Herr Bürgermeister. Öffnen Sie die Kasse und überzeugen Sie sich selbst. Sie finden keinen einzigen Pfennig mehr darin. Was, das soll alles sein? Haben Sie eine Ahnung? In dem Kasten ist schon seit Jahr und Tag kein Pfennig mehr. Darüber kann ich nur lachen. Ich lach mich kaputt. Verzwicktes Pech. Diesmal ist guter Rat teuer. Sehr teuer. Noch teurer. Am teuersten. Miau. Moment. Eben fällt mir jenes Zauberstück ein, durch das einstens der allererste Zack-Zarack am Hofe des Königs Konstantinus zu sagenhaftem Ansehen kam. Blicken Sie aus dem Fenster, Herr Bürgermeister. Draußen scheint die Sonne. Doch nicht mehr lange. Ich sage, Abracadabra, Kalamanata, dreimal schwarzer Kater, nichts scheint mehr. Und schon regnet es sehr. Dieses Kunststück macht mir keiner nach. Ach was, hier bei uns in Eiberg schlägt das Wetter oft um. Eben scheint noch die Sonne und schon regnet es Binnfeld. Wenn Sie keinen besseren Beweis haben, tut es mir leid. Also verschwinden Sie mit Ihrem Katzenterzett. Denn wenn ich noch einen einzigen Ton von Ihnen höre, lasse ich Sie verhaften. Sapperlot, Sie werden von mir hören, das schwöre ich. Der große Zack-Zarack. Und der Dick, der Tock und der Pack. Hinaus mit euch, Bettelpack. Miau! Rot vor Zorn vergaß ich sogar, meinen Abgang mit einem gebührenden Donnerschlag zu begleiten und schlich geschlagen aus der Rathaustür.
Meine drei schwarzen Kater schlichen mit eingeklemmten Schwänzen hinter mir her, quer durch ganz Eilberg bis zu dem alten Stadttorturm. Dort stieg ich voll düsterer Gedanken die Treppen zu meinem Turmzimmer hinauf und ließ mich aufseufzend in den Ohrensessel fallen. Bei meinem spitzen Hut, noch nie ist ein Zackzarack so schmachvoll beleidigt worden. So eine Missachtung! Herabsetzung! Anmaßung! Man müsste diesen eingebildeten Bürgermeister selbst verwünschen. In einen Wurzelzwerg! Mit einer Bratwurst an der Nase! Und langen Eselsohren! Ja! Ach ihr, mit euren Katerideen! Als Wurzelzwerg mit einer Bratwurst an der Nase und langen Eselsohren würde er mich niemals zum Oberstadtzauberer machen. Nix da. Dies muss gut durchdacht werden. Oh je, das ist schwer. Oh weh, sehr schwer. Oh je, Mini, noch schwerer. Für einen Zack-Zarack ist nichts zu schwer. Lasst mich mal in Ruhe unter meinem spitzen Zauberhut nachdenken. Nur ein Weilchen nachdenken. Heucht, wie der weise Meister denkt. Was machen wir? Hier liegen noch die Zaubereier. Ich mag lieber Mäusespeck. Nimm mein Meier, Kater mögen keine Eier. Kater mögen Mäusespeck. Zaubern dir die Eier weg. Aber dazu brauchen wir den Zauberstab. Ich hole ihn. Psst, leise, sonst wacht der große Zack-Zarack auf. Ich habe den Stab und schwinge, schwinge, schwinge ihn. Abracadabra, Kalamanata und wir schwarzen Kater sind Dreier. Verschwindet alle Eier. Rollend hallte der Zauberschlag von den Wänden des Turmzimmers wieder. Doch ich war unter meinem spitzen Hut in so tiefes Nachdenken versunken, dass ich nichts vernahm und nicht ahnte, was sich inzwischen in Eiberg ereignete. Der Eierhändler Ludwig merkte es zuerst, als die Frau Bürgermeister seinen Laden betrat. Einen recht freundlichen Mittag, Frau Bürgermeister. Ich habe eben frische Eier geliefert bekommen und die Riesen vorne ins Fenster getan, damit Sie sie gleich sehen können. Sehr schön, Herr Ludwig. Und die preiswerten Eier habe ich in die Mitte gelegt, damit sie auch griffbereit sind. Sehr nett, Herr Eierhändler. Und die billigen liegen ganz hinten, damit Sie die Kunden nicht sofort sehen. Sehr gut. Dann nehme ich 10 Stück von den guten. Nanu, machen Sie Witze? Wo sind denn all die vielen... Na da... Ja, was sehe ich? Gar nichts sehe ich. Im Schaufenster liegt nicht das winzigste... Hilfe. Ich kann plötzlich das Wort nicht mehr aussprechen. Naja, aber Sie wissen schon, dieses runde, ovale Ding, das die Hühner legen. Sie wollen sagen... Ach, herrje, ich kann es auch nicht mehr aussprechen. Auf jeden Fall machen die Hühner gack-gack, wenn sie es legen. Und ihr ganzes Schaufenster ist leer davon. Ja, ich bin nur tröstlich. Ich kann wirklich nichts dafür. Geben Sie es zu. Sie haben gefaulenzt. Aber nein, ich habe nicht gefaulenzt. Sehen Sie doch die Verkaufsschilder, die ich aufgestellt habe. Ja, ja, das sind die Schilder. Doch wo sind die R? Ich will es Ihnen verraten. Sie haben geschlafen. Sowas. Lässt sich diese Schlafmütze am hellerlichten Tag das ganze Schaufenster leermausen. Und hinterher stottern Sie auch noch herum und können nicht mal das Wort R aussprechen. Also bitte, ich habe nicht geschlafen und es war auch niemand hier. Sonst hätte doch die Ladenglocke gebimmelt. Ha, mich sehen Sie nie wieder. Da geht sie hin. Zum Glück war ich hinten im Laden. Sonst wären womöglich auch dort alle... Schreck, lass nach. Hier hinten ist ja auch alles weg. All die schönen, frischen Hühner sind fort. Ich bin ruiniert. Oh Gott... Jammernd lief der arme Eierhändler hin und her und riss sämtliche Kisten, Kasten, Schubladen und Kartons auf. Und als er sie alle leer fand, machte er sich händeringend auf den Weg zum Rathaus. Musik.
Aber ebenso ratlos waren auch der Eisverkäufer und der Eisenbahnvorsteher auf dem Bahnhof von Eiberg, wo eben der Eilzug aus Eital einlief. Berg! Berg! Es fährt der Eilzug aus Tal! Erst mehr Vanille, Schokoladen. Die Waffel 50 Pfennig. Hey, warum sprechen Sie denn so komisch, Herr Eisenbahnvorsteher? Sind wir denn nicht mehr in Berg? Hey, Sie sprechen da genauso ulkig, Herr Verkäufer. Verkaufen Sie Kns mehr? Berg! Berg! Es fährt der Hüllzug aus Vanille, Tal. Erdbeer. Verflixt. Sie haben recht. Hier stimmt was nicht mit meinem... Ja, verflucht nochmal. An dem Bahnhofsschild von Berg und dem Hüllzug fehlt auch etwas. Nur was? Das ist die große Frage. Ich muss sofort auf dem Rathaus Bericht erstatten. Ich komme mit. Hoffentlich bekommen wir dort Rat. Eiligst machten sich auch der Bahnhofsvorsteher und der Eisverkäufer auf die Socken und liefen, so schnell sie ihre Beine tragen wollten, zum Rathaus. Aber inzwischen war vor dem Rathaus urplötzlich die alte Stadteiche in Flammen aufgegangen. Mit lautem Geläute kam die Feuerwehr angebraust und der Hauptmann schrie aus Leibeskräften. Schneller! Schneller! Warum fahren wir denn nicht wie die Feuerwehr? Oh, ich werd verrückt! Unser Feuerwehrauto steht ja nur noch auf 4 Platten. Rrfen. Wovon sprechen Sie überhaupt? Na, von unseren Platten Gummi-Rrfen. Überzeugen Sie sich selbst, Herr Gendarm. Als wir eben abfuhren, waren noch alle Rrfen in Ordnung. Und nun sind sie futsch. Wahrhaftig. Aber dann nehmen Sie doch die Löschmer und löschen Sie damit. Gute Idee. Wassermarsch! Ach, machen Sie die! Los, Alter! Komm, hier, nehmen Sie! Ach, ja. Mensch, komm, mit, ja, wach ich oder träume ich? Die Meer sind ja auch alle kaputt. Überall läuft das Wasser heraus. Und inzwischen brennt die ganze, ach, von mir aus, Buche ab. Das müssen wir sofort melden. Jawohl, richtig. Im Eilschritt stürmten der Feuerwehrhauptmann und der Wachtmeister aufs Rathaus. Doch dort war inzwischen noch viel Schlimmeres geschehen. Oben auf dem Rathausdach stand als Wahrzeichen der Stadt ein goldenes Huhn mit einem Ei. Und just im selben Augenblick, als der Bürgermeister sich aus dem Fenster beugte, um nach dem Feuer zu schauen, hatte sich das Ei in Luft aufgelöst und das goldene Huhn war herabgestürzt. Auf, der Kopf. Zum Henker mit dieser Schlamper, diesem Murks. Wie oft habe ich gesagt, das Dach muss repariert werden. Fridolin, es ist etwas passiert. Autsch, jawohl. Der Baum dort unten brennt und das goldene Huhn von dort oben ist mir auf den Kopf gefallen. Aber warum störst du mich schon wieder mitten in den Amtsgeschäften? Und überhaupt sollst du mich nicht immer Fridolin nennen. Wenn das jemand hört, ist der ganze Respekt zum Teufel. Auf! Entschuldige bitte, aber mir ist etwas Schreckliches widerfahren. Mir auch. Hier, fühl mal die Beule. Oh, viel Ärger ist. Ich war gerade in der Küche und wollte dir zum Mittag Grieß kochen. Doch so sehr ich auch kochte, es wurde immer nur Grieß. Deshalb machst du solches Theater? Bestimmt hast du den Brr nicht genug gerührt. Ich habe sogar sehr lange gerührt. Und weshalb bäckst du mir nicht Erdkuchen? Ja, aber es gab ja nirgends Hühnererd zu kaufen. Sag mal, mir ist doch das goldene Huhn auf den Kopf gefallen. Warum sprichst du denn so seltsam? Alle sprechen jetzt so seltsam. Hm? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Bruch, Diebstahl, Raub, Überfall. Man hat mir sämtliche aus dem Laden gestohlen.
Es ist unerhört. Über 20 Jahre versehe ich den Dienst als Bahnhofsvorsteher. Nie habe ich mir etwas zu Schulden kommen lassen. Und als ich vorhin den L-Zug ausrufen wollte, wollte es mir nicht mehr gelingen. Und an dem Berger Bahnhofsschild fehlt auch was. Ich kann auch nur noch Erdbeer, Schokoladen und Vanille verkaufen. Doch wer will schon sowas haben? Also das schlägt dem Fass den Boden aus. Wir wollten die brennende Buche löschen. Aber als wir ankamen, war aus unseren 4 Feuerwehrautoriffen die Luft raus. Und die Wassermeer hatten auch lauter Löcher, sodass alles Wasser auslief. Siehst du, du wolltest es mir nicht glauben, Fridolin. Du sollst mich nicht schon wieder Fridolin nennen. Es ist entsetzlich. Und das ausgerechnet am Freitag, den 13. Wenn man mich als Gendarm fragt, es geht um in unserer Stadt. Irgendwer hat uns beraubt. Oder das Verschwundene ist verloren gegangen. Man müsste Finderlohn aussetzen. Ja, das ist gut. Ich werde sofort die Belohnung aussetzen. 100, 200, 300, 400 Silberstücke gehen. An alle Bürger von Berg. Ja, zum Kuckuck nochmal. Jedes Mal, wenn ich das Verschwundene hinmalen will, ist es im Nu wieder ausgelöscht. Wie von Spukhand. Tja, wie verhext ist das? Das ist ja Zauber. Unsinn, ihr tut gerade so, als glaubtet ihr an Zauber. Hallo, ich hab's. Was? Heute Vormittag war doch dieser Simsalabim-Magier auf dem Rathaus. Ja. Wie hieß er noch, Gendarm? Zackzerack. Er wollte unbedingt Oberstadtzauberer werden. Wenn wir ihm diese Würde versprechen, hilft er uns ganz gewiss aus der Tinte. Wo haust er? Im Stadttorturm. Großartig. Wenn jemand den Hokuspokus bannen kann, dann nur dieser Zack-Zerack-Zack-Zack-Zack-Zauberer. Vorwärts! Worauf warten wir da noch? Auf zum Zauberer Zack-Zerack! Ja, los! Vorwärts! Hastig stürmte der Bürgermeister aus dem Rathaus. Ihm nachfolgten seine Frau, der Bahnhofsvorsteher, der Eisverkäufer, der Händler Ludwig, der Feuerwehrhauptmann und der Wachtmeister, sowie sämtliche Bürger der Stadt. Denn überall in Eiberg waren auf einen Schlag nicht nur alle Eier, sondern auch die Schrift Ei verschwunden. Und alles, was ich mit Ei schrieb, war kaputt oder fehlte völlig. An der Bäckerei, Fleischerei und Schusterei stand nur noch Bäcker, Fleischer, und Schuster. Die Einbahnstraße war plötzlich eine M-Bahnstraße, so dass die Autofahrer nicht wussten, in welche Richtung sie ihre plattreifigen Autos schieben sollten. Und sogar das Eichhörnchen im Park war zu einem Ch-Hörnchen geworden. Kurzum, es war ein schreckliches Durcheinander. Bloß die Kinder fanden das alles sehr lustig, weil ihnen der Lehrer wegen der Aufregung Schulfrrr gegeben hatte. So schlossen sich immer mehr empörte Bürger dem Bürgermeister an. Da kamen die Hausfrauen, Verkäufer, der Eierlikörfabrikant Panschmeier und ganz zum Schluss noch die dicke Oma Ottmann, die ihr Stopfei nicht finden konnte. Alle rannten sie quer durch die Stadt und die vielen steilen Stufen des rabenumkrächzten Stadttorturms hinauf, wo sie die Tür zu meinem Turmzimmer aufrissen. Oh je. Gut, dass wir sie gefunden haben, Verehrtester. Abracadabra, Kalamanak, wer stört den Zauberer Zack-Zarack und die 3 schwarzen Kater? Miau, Tick, Miau, Tock, Miau, Tack. Liebster, bester Zaubermagier, ich bitte Sie. Wir flehen Sie an. Jawohl, wir bitten Sie flehentlich, retten Sie uns. Ich möchte wieder Hühner verkaufen. Ich Erdbeer, Vanille und Schokoladen. Denn ohne das ist der Sommer halb so schön. Als Bahnhofsvorsteher von Berg habe ich die Pflicht, die L-Züge richtig auszurufen. Sonst wissen die Leute nicht, wohin sie fahren. Unsere Feuerwehr muss auf 4 ganzen Gummirfen und mit dichten Wassermären zum Löschen fahren. Und ich will zu Mittag Grieß kochen und
Erdkuchen backen. Ja, und was mich betrifft, möchte ich, dass das Huhn mit dem goldenen Dingsbums zurück auf das Rathausdach kommt. Von der Beule hier am Stadtoberhaupt will ich überhaupt nicht reden. Sieh an. Nun glauben Sie wohl, dass ich zaubern kann. Wir glauben, was Sie wollen, und machen Sie auch zum Stadtzauberer, sogar zum Oberstadtzauberer. Ja, bitte. Ja. Und wir bekommen Heringsköpfe, Wurstzöpfe, Katzenzungen. Katzenköpfe bekommt ihr, denn selbst der große Zackzerack kann nur wieder herzaubern, was er fortgezaubert hat. Aha, so ist das. Wenn Sie nicht wollen, machen wir eben kurzen Prozess. Wir sperren Sie in Ihr Turmzimmer und lassen Sie erst heraus, wenn Sie uns geholfen haben. Punktum. Sie halten draußen Wache, Wachen. Gendarm. Zu Befehl, Bürger, Stadtoberhaupt. Tja, da sitzen wir schön in der Patsche. Schlamassel. Was katerst du, Dick? Kriech nicht um die warme Milch herum, Tock. Raus mit der Sprache, Tack. Zählen wir lieber ab, wer sagt. Miau, miau, miau. Ich und du, Katers Kuh, Katers Esel, das bist du. Ich traue mich nicht. Sagen wir es besser zusammen. Miau, miau, miau. Großer Zack-Zarack, als du schliefst und nachdachtest, haben wir gezaubert und... Donner und Doria, da schlag doch das Donnerwetter dazwischen. Ja. Kannst du nicht alles rückgängig machen, ehrwürdiger Zack-Zarack? Das wird sehr, sehr schwierig werden. Ich müsste mir mal den Zaubermantel ausbürsten, er ist schon ziemlich staubig. Hier, ich bürste ihn dir so sehr ich kann. Ist es so recht? Und den spitzen Hut gerade rücken. Sitzt er so gut? Gebt mir den Zauberstab. Bitte sehr, erhabener Magier. Wehe, ihr muckst und miaut. Ich hebe den Stab und schwinge ihn. Abracadabra, Kalamanata, Sappolott, es geht nicht. Mir fehlt für die Formel das verschwundene Wort und was ich nicht aussprechen kann, kann ich nicht wieder zurückwünschen. Oh, Schande über Schande. Über 1000 Jahre waren die Zack-Zaracks die berühmtesten Magier der Welt und ausgerechnet mir muss das passieren. Es ist aus mit der Zauberzunft. Und den Heringsköpfen, den Katzenzungen. Wir kriegen nur noch Katzenköpfe. Miau. Halt! Ich glaube, ich habe die Lösung. Ich habe mal irgendwo in alten Schriften gelesen, wo habe ich sie nur? Da. Nein, falscher Irrtum. Aber dort. Auch nicht. Ach, hier. Hier ist sie. Spitzt die Ohren und hört, was der allererste Zack-Zarack geschrieben hat. Zur Not kann man auch ohne Kater zaubern. Miau! Niedertracht! Hinterlist! Heimdücke! Miau! Kusch! Miau! In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich schwinge, schwinge, schwinge den Zauberstab. Abracadabra, Kalamanata, ohne schwarzen Kater, mit viel Schmuh, sind alle eher wieder da im Nu. Wunderbar! Ja, Sie haben es geschafft. Ja, mein Laden ist wieder voller Hühnereier. Ich kann endlich Eierkuchen backen und Grießbrei kochen. Und ich in Eiberg den Eilzug aus Eital ausrufen. Die Kinder können mein Erdbeer-, Schokoladen- und Vanilleeis essen, weil doch ein Sommer mit Eis viel schöner ist. Und wenn mal wieder die alte Eiche brennt, kann die Feuerwehr auf 4 heilen Reifen heranfahren und mit ganzen Wassereimern löschen. Ja, aber was das Beste ist,
Hoch oben auf dem Rathausdach steht als Wahrzeichen unserer Stadt wieder das goldene Ei mit dem Huhn darauf. Bloß meine Beule, die ist noch zu fügen. Aber trotzdem ernenne ich sie Kraft meines Amtes als Bürgermeister zum Oberstadtzauberer. Zauberhaften Dank. Abracadabra Kalamanak, spricht der Zauberer Zackzarack mit seinen drei schwarzen Katern Tick, Tock und Tack. Und uns fehlt zum Glück nur ein Katerfrühstück. Miau!